Google Maps gefährlich für Firmen? Mein Name Philipp Sauer, ich bin von der INE-Marke und Sie schauen websitemarketing.ch. Sie kennen sicherlich Google Maps, sehr ein interessantes Tool von Google. Da suche ich nach Firmen, nach Restaurants, nach Hotels, gehe dann auf die Seite drauf, lasse mir vielleicht noch den Fahrtweg per Fuß oder per Auto oder mit dem Zug ausrechnen. Ein super Service also, der da geboten wird. Nun, wenn ich da über einen Platz drüber fahre, über ein Hotel oder über ein Restaurant oder auch über eine Firma, dann wird mir ein kleiner Tooltip angezeigt, so ein kleines Pop-up, in dem was drinsteht. Und das ist absolut entscheidend, was da drinsteht, denn nach dem entscheidet der Besucher dann vielleicht auch, ob er weiter dem nachgehen soll oder nicht. Also eine gefährliche Sache. Wir schauen uns das kurz an. Ich suche nach Volkshaus Zürich, das ist ein Lokal im Zürcher Kreis 4. Komme hier draus, wird mir auch alles angezeigt und fahre jetzt über den Punkt darüber, weil ich will ja draufklicken und klicke jetzt hier dieses Pop-up-Fenster. Da steht vor dem Wilco-Konzert zusammen mit meinen Kollegen im Volkshaus, Restaurant und so weiter und so fort. Das ist ein Erfahrungsbericht, der da drin steht, kommt offenbar von Quipe. Ich gehe weiter. Hier beispielsweise habe ich die Universität in Zürich, eine hohe Institution. Ich fahre hier drüber und was steht hier drauf? Die haben zwar 5 Sterne ausgefüllt, 6 Bewertungen. Da steht drauf, gute die Mensa. Passt nicht gerade zu einer Universität, würde ich jetzt mal behaupten. Da sollte doch was eher in Deutsch drinstehen, wenn ich das als Schweizer behaupten darf. Woher kommt nun das? Ich klicke hier auf Erfahrungsberichte drauf und komme hier auf diesen Places oder eben Google Plus Eintrag, scrolle hier runter und habe dann hier diesen Bericht. Der hat 2 von 3 Punkten gekriegt, was eigentlich noch okay ist, aber das gute die Mensa passt natürlich nicht so optimal rein. Weiter habe ich hier beispielsweise den PKZ, das ist ein Warenhaus für Kleider, Einkaufscenter. Da steht, der Ausverkauf ist eine Zeit, in der die Menschen und so weiter und so fort. Ich klicke auch wieder hier auf den Teil hier drauf, Erfahrungsbericht schreiben, denn da gibt es noch keinen. Also ich bin ja auf dem PKZ, aber hier unten sehe ich Quipe. Gehe ich auf Quipe drauf, scrolle hier wieder runter und komme dann hier auf die 2 Berichte drauf. Eigentlich wäre das der oberste, müsste also der angezeigt werden, wird er aber nicht, weil der hier unten da, der hat 4 Komplimente. Darum wird der also angezeigt. Blöd gelaufen. Dasselbe beim Globus, das ist vis-à-vis, ähnliche Branche, nur die haben ein bisschen mehr auch im Food-Bereich und so weiter. Da steht einmal Zürich, einmal Globus, immer Globus und so weiter und so fort. Auch hier gehe ich über Erfahrungsbericht schreiben, komme ich auf diese Seite, den Google Plus Local Eintrag, scrolle hier runter, die haben einiges mehr an Quipe Einträgen und das ist dann dieser Eintrag hier. Einmal Zürich, immer Zürich, Glück gehabt, 5 Punkte, also das war jetzt gut gelaufen. Jetzt habe ich ein ganz schlechtes Beispiel, das ist hier die Kantonsschule im Zürcher Oberland. Schauen Sie mal, was erscheint, wenn ich hier drüber fahre. Da lernst du nichts, übersetzt heißt das, da lernst du nichts. Passt nicht gerade unbedingt für eine Kantonsschule, wenn ich da als Vater nach einer Kantonsschule suche, dann kommt mir das nicht gerade entgegen, wenn das drinsteht, woher kommt das wieder? Ich klicke wieder oben drauf, kriege dann wieder diesen Google Plus Local Eintrag und da steht halt zu oberst 0 von 3 Punkten, da lernst du nichts. Das kann irgendein, ich sag's offen, Depp geschrieben haben, ist völlig egal, was steht hier drin, wird auf der Karte angezeigt, Google nimmt den obersten Eintrag und erledigt ist's. Noch kurz ein Beispiel, wie es bei uns ausschaut, und das ist quasi ein Appell an alle Firmen jetzt auch, die sowas haben. Da steht SEO-Profis. Wir bieten SEO an, ein ganz wichtiger Bereich bei uns. Natürlich lang nicht alles, was wir anbieten als Full-Service-Agentur. Wenn ich hier auf unseren Google Plus Local Eintrag gehe, kommt dann hier dieser Eintrag auch zu oberst, 3 von 3 Punkte, das ist perfekt. Super, Online-Service wäre vielleicht besser gewesen, aber optimal wäre natürlich, da würde was stehen, was dann das ganze Angebot von uns zusammenfasst. Aber das lässt sich offenbar Google nicht sagen, sondern die suchen sich hier die Inhalte selber zusammen, was, wie man gesehen hat, bei der Kantonsschule ganz schön ins Auge gehen kann. Was machen Sie jetzt? Gehen Sie auf Google Maps, suchen Sie nach Ihrer Firma, schauen Sie, was da angezeigt wird. Würde mich interessieren, ob das bei Ihnen optimal ausschaut. Beispiele würden mich hier unten in den Kommentaren interessieren, logischerweise. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INE-Marke und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.